Die Sparkasse Stiftungsgala im Casineum Velden stand heuer unter dem Motto Glücksmomente. Seit nunmehr 182 Jahren bleibt die Kärntner Sparkasse ihrem Grundgedanken treu und fördert Menschen in Kärnten und dessen Regionen. 2016 schüttete die Bank rund 1,2 Millionen Euro an Fördermitteln aus. Naja, wenn man den Stiftungsgedanken ernst nimmt und die Stiftungsurkunde durchliest, dann heißt es, gründet Sparkassen und schafft Glücksmomente. Und an das haben wir uns ein bisschen zurückerinnert. Und wir bemühen uns ja doch auch vielleicht hin und wieder kleine Glücksmomente zu schaffen, wenn die Stiftung aktiv fördert. Wie wir sie vor fast 20 Jahren gegründet haben, haben wir uns eigentlich nicht vorstellen können, dass das so in die Richtung gehen wird, dass wir so viel für das Land Kärnten auch tun können, nicht nur materiell, sondern auch ideellen Rückhalt zu geben. Und ich glaube, das braucht ein Land, um die Glücksmomente wirklich auch wahrzunehmen. Wir haben heute besprochen die Zahlen 2016 der Kärntner Sparkasse AG und auch wie 2017 bis jetzt gelaufen ist. Das war sehr zufriedenstellend. Und geht es der AG gut, geht es der Stiftung gut? Jedes Jahr werden viele Förderungen im Bereich Wissenschaft, Kultur, Soziales und Sport vergeben. Ein besonderes Augenmerk liegt in der Ausbildung von jungen Menschen und in der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Bildungsstandortes Kärnten. Symbolisch für die im Jahr 2016 unterstützten rund 200 Stiftungsprojekte wurde diesmal die Förderung des Nationalparks Hohe Tauern präsentiert. Ja, zum einen ist die Kärntner Sparkasse ein langjähriger Partner von uns und zum anderen, wenn man die Möglichkeit hat, in so einer unglaublichen Gegend zu leben und die auch genießen zu dürfen, ist das eigentlich ein unheimlicher Glücksmoment. Aber ich denke auch für viele Menschen von Kärnten, denen die Stiftung immer wieder hilft und wo Aktivitäten immer wieder unterstützt werden, weil viel Idealismus lebt ja in Kärnten, aber der braucht auch Unterstützung und vor allem von der Kärntner Sparkasse und von der Privatstiftung. Und ich muss sagen, da sind gute Werke entstanden und das ist auch eine Nachhaltigkeit gegeben. Und das, was die Sparkasse zusammenbringt, nämlich eine Klientel abzudecken, die sowohl den kleinen Mann darstellt, als auch bis hinauf zur Industrie, das ist ein Konzept, dem ich nur ganz und gar beitreten kann. Auch die Verleihung der Ehrennadel des österreichischen Sparkassenverbandes an den scheidenden Vorstand Dr. Reinhard Zlatko war ein würdevoller Moment. Jeder ist auf der Suche nach dem geheimen Geschäftsmodell. Ich glaube, diese Mischung zwischen digital, aber auch menschlicher Nähe und Regionalität, da sind wir gut aufgestellt. Ich glaube, an einem schönen Abend, wo man sich trifft, sind viele Menschen auch glücklich. Na, ist schon sehr wichtig. Es ist ein wunderschöner Abend, eine wunderschöne Veranstaltung. Es ist immer ganz nett, einmal in einer anderen Atmosphäre Persönlichkeiten kennenzulernen, mit denen in einen regen Austausch zu gehen, Diskussionen zu führen. Das ist ganz, ganz angenehm. Den humorvollen Ausklang der Gala lieferte Hermann Scherer mit seinem Vortrag Chancenintelligenz. Warum manche Menschen ihre Chancen nutzen und andere nicht. Ja, die Fähigkeit, wirklich Chancen erstmal zu sehen, erkennen und dann natürlich auch zu nutzen oder im schlimmsten Fall sich selbst Chancen zu erarbeiten, weil in Wirklichkeit sind Chancen ja nur Bewertungen von Situationen und ich will heute auch zeigen, wie Menschen mehr Chancen ergreifen können und damit hoffe ich ein chancenreicheres und erfüllteres Leben leben können. Komm hier buchen, ich sage noch, Mensch Rolf, ich brauche dich für einen Freundschaftspreis, was schlägst du vor? Und er, gerne Hermann, was meinst du? Und ich sage, Mensch Wolf, du bist mein Freund, was meinst du? So ging das hin und her und hin und her. Und irgendwann, ich musste auf die Toilette, sagte Wolf, du kriegst jetzt 4.000 Euro, dann ist er bei Ruhe. Sagt der Hermann, du bist ein wahrer Freund. Du weißt, ich wäre auch für weniger gekommen. Ja. Sag ich, Mensch, ich hätte doch mehr bezahlt.